November 2021. Bahnbetriebswerk Chemnitz-Hilbersdorf. Zu meiner Linken steht hier diese Ludmilla. Sie wurde von der Lokomotivfabrik in Lugansk 1976 gebaut. An Heiligabend 76 erfolgte dann ihre Abnahme unter der Nummer 132 451-6 beim Bahnbetriebswerk Neustrelitz. Am 01.01.1992 wurde sie in 232 451-5 umgezeichnet. Dann gab es ein Stabilisierungsprogramm für die Baureihe 232 und eine Remotorisierung im Werk Cottbus. Und dort erhielt sie dann den Dieselmotor Kolomna Typ 12D49M, 12 Zylinder mit 3000 PS Leistung, und wurde dann am 5. September 2002 in 233 451-4 umgezeichnet. Also auch die Nummer, die sie heute hier noch trägt. Und am 4. August 2010 erfolgte bereits ihre Z-Stellung. Ja, und nun wartet sie hier in Chemnitz auf ihr weiteres Schicksal. Und ich hoffe natürlich, dass auch diese Ludmilla hier wieder in Fahrt kommen wird. Denn es ist immer sehr beeindruckend, eine solche Lokomotive in Aktion zu erleben.